gelegt. Ta. Ui, Kombosprung, Kombosprung. Souverän gelöst. Auf jeden Fall. Das Spiel fesselt irgendwie. Auch wenn das Spiel sich an sich vielleicht nicht ernst nimmt, nach einer gewissen Zeit hat man schon so ein bisschen Ehrgeiz. Ja, auch wenn das Spiel ja. echt nicht den Eindruck erweckt, ernst zu sein. Aber es ist irgendwie cool. Meistens sind eigentlich alle Spiele cool, die sich nicht ernst nehmen oder mehr auf Humor anbauen. Ja, auf Via jeden Fall. Unepic. Unepic ist richtig geil. Oh, wie sieht's denn aus mit Alane? Alane. Alane, Alane, Alane. Alane hat Alane, alles Alane, voll. Alane, Alane hat ist sogar eigentlich jetzt besser als Sunki, weil Alane noch ein bisschen mehr im Köpfchen hat. Ja, dann guck mal, ob die sich jetzt miteinander, ne? Du sie jetzt alleine lassen willst. Komm, trink noch eine Runde. Ja, guck mal. Oh, yeah. So, du brauchst einen leeren Verschlag für ein neues Fohlen. Kacke. Das würde zumindest Sinn machen. Wir müssen, den Brunnen updaten. Den Brunnen, ja. Das kostet auch nur 200 Gold, okay. Die 200 Gold, die haben wir noch. Oh, es ist dunkelbraun. Und heißt... Houston! Houston, wir haben ein Problem! Oh mein Gott. Warte mal, hier kaufen wir am besten... Was? Du musst sammeln. 5 Meteoritenkristalle. Wie, ich kann den Shop nicht bedienen. Glaub's hackt? Ja. 5 Meteoritenkristalle? The fuck? Ja, dachte ich mir auch gerade. Blub. Aufmach, blub. Nicht blub. Nix blub blub. Ich muss echt 5 Meteoritenkristalle sammeln, damit das Fohlen groß wird. Really. Ja, ernsthaft. Macht doch total Sinn. Also. Warte, da ist es passiert. Das nee, ist das, das ist jetzt Alane. Und hier ist Houston. Sehen alle gleich aus. Jetzt kann ich den Shop bedienen. Ich hätte gern wieder so eine epische Bürste mit. Oh Gott, ich habe nicht genügend Geld für so eine Bürste. Es ist komisch, dass die Pferde alle gleich aussehen. Ja, das ändert sich aber noch. Je nachdem, wie du die passt und so. Aber es ist halt blöd, dass die ersten beiden genau gleich aussahen. Somit sieht das dritte halt aus wie Mami und Papi. Das macht Sinn. So, Sunki schicken wir jetzt mal weg. Alane schicken wir jetzt auch mal weg. Und mit Houston gehen wir eine Runde trainieren. Obwohl, nee, wir gehen mit Houston Missionen erfüllen. So, Houston. Du kannst mal den Brief ins Dorf bringen. Das ist, ich fühle mich gerade irgendwie mehr so wie so ein Vorarbeiter, der den Leuten sagt, was sie zu tun haben. Als wie so ein Pferdezüchter. So, hier, Pferd, geh mal dahin. Mach mal. Tschüss. Pack's doch Pferd mal eine. 1, melden Sie sich bitte bei Platoon-Vorsitzenden Pferd 5 und leisten Sie ihm Gesellschaft. Ich verstehe jetzt noch nicht, warum Sunki hier zwei Herzen hat. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Es ist einfach so. Oh. So, Sunki geht zum Gewichte heben, während wir unser Gewinn ausgezahlt bekommen. Katsching! Alana hat auch was gewonnen. Gibt auch 50 Gold. Du musst für das. Nächstes Turnier. Houston ist wieder da. Glaube ich. Ja, da kommt er. Von der Mission zurückgekehrt. Kriegen wir Geld für? Nee, ich habe einen Gegenstand gefunden. Sieht aus wie Metall. Oh, doch, wir kriegen 30 Gold für die Mission. Yay. So, dann ziehen wir mal den Karren von dem Typ. Also, hier hatten wir ordentlich zu tun, je nachdem, wie viele Pferde man hat.
hat man, glaube ich, schon ein bisschen zu viel zu tun. Ja. Ich bin jetzt mit 3 Pferden, also ein 4. Pferd noch, und ich hätte nonstop was zum Klicken. So, Sunki kommt jetzt auch gleich wieder zurück. Wie nur Silberpokal, was hast du dir da geleistet? Da geht ja mal gar nicht. Das musst du sofort dann zurück wieder wegschicken. Das wollen wir nicht. Sofort weiter. Wir wollen nur Gewinner hier. 2. Plätze sind Verlierer. Hier auch noch Silberpokal. Ihr lasst nach. Aber stark. Echt mal. Gibt's ja nicht. Ich glaube, du hast sie zu sehr verwöhnt. Ja, das glaube ich auch. Die Bürste, die war einfach zu viel. Das hat auch eine günstigere getan. So, wir haben bestimmt irgendwas gefunden. Das sieht nach Gold aus. Und wir kriegen 30 Gold. Das ist ja hier... Houston verdient ja... Was? Verkauft ein Pferd? Nein! Nein! Ich dachte, das wäre irgendeine Mission! Nein! Houston! No! Ich glaube, ich habe Houston verkauft. Hast du ihn jetzt ernsthaft verkauft? Ja. Scheiße. Der Sunki und Alane, die sind ja schon bekannt miteinander. Ich habe jetzt ernsthaft Houston, wir werden dich vermissen. Ich muss mich an die ganze Zeit mit dir zurückerinnern. Ah ja. Ich hab Houston verkauft, nein. Ich sollte echt lesen, was da steht, aber vorhin war die Mission da noch nicht. Guck hier, da. Verkaufe dein Pferd. Ja. Ist eine Mission, kriegst Gold dafür, allerdings kommt das Pferd nicht zurück. Ja, das war nicht durchdacht. Sehr kurz gedacht von dir. Ja, wir haben hier es ein bisschen windig. Der Dachboden macht ein bisschen wuuuuh. Oh Mann. Ich glaube, wir brauchen 600 Gold, um das nächste Upgrade für irgendwas zu holen. Wobei ich sagen muss, ich würde dann eher das Gold sparen, um den Stall aufzurüsten. Mhm. Geschenkt, dein Pferd hat alle Rennen des ersten Levels gewonnen und ist ein Rennpferd der ersten Rennpferd erster Klasse geworden. Ui. Das ist schön. Oh, wir kriegen dafür ordentlich Geld. Ja, jetzt bist du schon bei 700. Oh, ja. Ja, wir schicken die beiden nochmal ganz kurz. Bronzepokal oder was war das gerade? Ja, nur 3. Platz. Hier, zieh lieber mal einen Flug. Gehen wir mal zurück auf den Bauernhof. Ich glaube, wir machen noch einen 5. Part oder so, weil einfach so episch. Den Stall upgraden. Machen wir mal, wir haben es ja, ne? Und das kostet ja 600 Gold. Den Post. Ehrlichere Mission anzunehmen. Machen wir das mal. Ich würde es gerne wieder betreten. Alane ist ja schon richtig fit und so. Oh nee, jetzt ist er erschöpft. Okay, dann gehen wir erstmal in den Stall zurück. Was könnten wir denen denn noch Gutes kaufen hier? Was heißt denn das, wenn die da 2 Herzen haben? Dass sie zweimal können. Guck mal, das tut hier, die Sachen steigern, die Stärke und die Schnelligkeit. Aber da würde ich jetzt eigentlich mich eher noch nicht festlegen. So, ich hätte jetzt gesagt, du hast ja noch einen Platz im Stall frei, ne? Auch hier würde ich mich eigentlich noch weniger festlegen. Ja, ich muss jetzt erstmal hier so, ne? Ich glaube, das braucht eine Zeit, bis die sich wieder paaren können. Oder ist Sunki einfach gerade... Ne, Sunki hat gerade keinen Bock, glaube ich. Oder? Ne, Sunki? Was geht ab, Sunki?
Was geht ab? Sunki ist, glaube ich, ein bisschen arg kaputt gerade. Kann das sein? Sunki macht, kommen sie denn darauf? Sunki macht gerade nicht so den Eindruck, als ob sie viel Bock hätte. Sunki? Hallo? Lebt sie doch. Sunki lebt noch und es geht ihr eigentlich relativ gut, aber irgendwie... Wir lassen sie mal in Ruhe. Wir kaufen mal einen Fohlen. Guck mal, furchtlos und wild. Was ist das? Menschen der vergessenen Zivilisation gaben die Geheimnisse der Zucht dieser Pferdeart weiter. Hört sich doch gut an. Das ist noch auch noch golden. Gaze. Ich hätte gerne mal eine andere Farbe. Das Pferd wäre gleich verschwommen. Ja, ne? Irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Irgendwas ist da anders. Wir werden es ja gleich sehen, wenn es erwachsen ist. Also ist so... Ne? Mach blub. Los, mach blub. Blub. Komm schon. Du willst es doch auch. Auf. Na, dann gehen wir halt erstmal zum nächsten und gucken mal. Jetzt, okay. What the foe? Dämonenross. Gaze. Dämonenross. Das ist mein Lieblingspferd. Wie kamst du jetzt auf Dämonenross, ohne das zu lesen? Einfach vom Äußeren, oder was? Nee, das stand da die ganze Zeit. Wo? Unten schon, oder was? Ja, Dämonenross stand schon beim Fohlen mit bei. Okay, oh, es sieht so gruselig aus. Sieht cool aus. Irgendwas ist mit Sunki nicht in Ordnung. Ich glaube, Sunki ist krank. Im Kopf. Das ist unschön. Gehen wir mal in die Scheune. Weil da sollen wir die Pferde hintun, wenn sie krank sind. Ich glaube, es hat einfach Burnout oder wie heißt das? Die Medizin kostet 50 Gold. Möchtest du Medizin kaufen? Warte mal. Ist es überhaupt krank? What the fuck? Wie kann ich das untersuchen? Ob es denn wirklich krank ist? Ich gebe ihm einfach mal alles. Irgendwas soll schon helfen. Gesundheit wiedererlangt. Hey! Sunki ist wieder fit. Okay, es war krank. Ja. Das ist ja auch kein Wunder. Bei Wind und Wetter draußen da schaffen und so. Ja, wird man auch leicht krank werden. Wir haben gefährlichere Missionen freigeschaltet, eigentlich. Aber irgendwie... Irgendwie ist da nichts. Die Milchmann-Mission, da war noch kein Häkchen. Die sollten wir vielleicht noch machen. Galopp, das lokale Pokalturnier für die schnellsten Pferde. Und so weiter und so fort. So, jetzt kommt Gaze. Gaze, das hübscheste Pferd auf Erden. Das auch überhaupt nicht gruselig aussieht. Ganz und gar nicht. Kein bisschen, ne? Ah, Quatsch. Der Brunnen kostet jetzt, glaube ich, 600, ne? Keine Ahnung. Ich glaube... Wir müssen 600 bezahlen beim Brunnen jetzt. Ah. Das heißt, Sunki muss jetzt ordentlich ranklotzen hier. Errungenschaft freigeschaltet. Gegenstand gefunden. Und wie viel Gold kriegen wir? 30. So. Sind jetzt neue Missionen verfügbar? Nee, immer noch nicht. Seltsam. Ja, Geschenk. Die Menschen, denen du geholfen hast, haben 500 Goldmünzen gesammelt, um dir ihren Dank zu erweisen. Oh, das ist aber lieb. Also, aber, das wurde aber nochmal Zeit, du. Ja, ne? Erweist mir euren Dank, los. Wo bleibt das Dank Gold? Dank mir. Nee, ich wollte den, wenn, dann auf Mission schicken. Hauptsache, du verkaufst es nicht schon wieder. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Ich muss mal kurz auf den Bauernhof zurückkehren. Vielleicht kriege ich ja dann diese 500 Gold.
Ja, guck mal da, wie es hochschießt. Jung.